Ah, Mario Party. Bindehautentzündung. Wohin geht's? Oh, Richtung Parade. Wohin gehe ich eigentlich? Ich check die Map selber noch nicht. Ich denke, das ist einfach nur so ein Bullshit. Was ist, wenn irgendwann Mario Party so ein neuer Teil und der wird nicht mehr mit dem Controller gesteuert, sondern mit den Gedanken? Nee, so mit Fußnägel abschneiden. Wie soll also, ich mir das vorstellen? Du musst so einen Behälter an die Switch anschließen und das ist so ein gewichtsresistenter Behälter. Resistent. Und immer wenn du A trinken willst, musst du einen Zehennagel abschneiden, in den Behälter legen und dann wird A gedrückt, ne? Was, wenn ich B drücken will? Hä? Der Pitch bei Nintendo, der stürzt da, der geht da nur noch bergab. So. Der blättert durch, der geht durch die ganze PowerPoint-Präsentation, welche alle nur auf den A-Knopf basieren. Fängt an zu schwitzen. Ah! Da steht dann doch. Sogar die Knöpfe, ja, ohne Witz. Ja. Ich hasse das Spiel, weil das kann man nicht gewinnen. Doch. Nein. Ich werde das beweisen. Weil der verarscht manchmal und ich mag das nicht. Ja, der guck, manchmal jetzt, ist ein jetzt kleiner verarscht Fuchs. Er. Manchmal ist ein kleiner Fuchs, der Schrei, geil. Oh, du, shit. Du warst es auch immer so lange wie möglich, oder? Oh, ich mag den gar nicht, diesen Tim. Nee, ich vertraue ihm auch nicht. Zack. Oh, flieg doch weg, Yoshi. Oh. Yoshi. Der stirbt einfach. Komm, wie hoch wir sind. Du Arschloch! Deswegen erlaube ich keine Schusswaffen in Deutschland. Falls vier Deutsche deswegen irgendwo mit großen bunten Ballons... Wollte ich gerade sagen, deswegen will ich Ballons verbieten in Deutschland. Ich will nicht, dass man sowas rekreieren kann. Das ist zu gefährlich. Wenn mein Kind das sieht, ne? Ich bin immer noch der Gewinner. Weil du so Lack hattest beim ersten Stern. Ich bin der Gewinner. Fütter mich, los. Fütter mich mit Fütter Speck. Mich, nein, mit Keksen. Ach so, ich dachte mit Speckwürfeln. Das ist gleich daneben in dem eisernen Eimer, aber okay. Oh, fuck me. Oh, nein. Oh, shit. Warum? Siehst du nicht die deutliche Gefahr? Ja. Ey, ist es ein bestimmter Rhythmus, den man da machen muss? Nee, 23. Ja, früher könnte man ein Spiel halt nicht patchen, weißt du? Die mussten direkt fertig sein. Ja. Und ich finde, dafür halten sich manche Spiele noch echt gut. Also, ich finde Mario Party 2 immer noch nach wie vor total balanced. Also, weißt du? Mhm. Das ist, man hat nie das Gefühl, dass man irgendwie Scheiße kriegt. Es ist überraschend balanced. Fuck me, Alter. Aber halt. Ja, es tut mir leid. Ich habe 84 Münzen, und mir tut es nicht leid. Du kannst nicht mal die Rate zahlen. Jesus. Ich denke halt, ich liebe Mario Party DS über alles. Aber diese verfickten Secret Blocks, ne? Ja. Oder einmal einen Stern kassieren kannst. Die man nicht mal ausschalten kann, das so. Das ist so bekloppt. Das ist extrem die, dämlich. Aber die gibt's hier doch auch. Gibt's die hier? Ich bin mir. Nee, die gibt's nicht, ne? Ich würde mich an nicht erinnern. Gibt, dann schneid's raus. So, ich nehme immer Pink. Pink kriegt nie. Weil Nintendo wollte nicht homophob sein damals. Das war unser Deswegen, Witz, oder? Mal, den wir hatten. Den haben wir nie gerissen. Wir haben Worten, stimmt, du hast recht. Weißt du was? Du sagst, Pink kann nicht verlieren. Nein, hör auf, das ist meins. Pink kann nicht verlieren. Max, ziemlich, ich bitte dich. Ziemlich clever. Nee, du hast es gesagt, ich verfolge deinem Rat. So, such mal eine andere. So. Fuck, Alter. Oh, das klang viel gemeiner, als ich es ausgesprochen habe. Ja, dann gelb. Gelb ist die größte Farbe der Welt. Yo, Alter, ja. So, okay, du sagst gelb, also, ne? Ey, nee, ich sag, du hast es gesagt, ich verfolge... Verpiss dich, komm. Ja, du musst da nicht sein. Ich bin Leck der Boss. Mich, ist meine Farbe. Ich bin der Big Boss. Ich bin der Pink Boss. Dann nehme ich wieder... Ja, grün war's. Grün war's gerade. Dann kann's grün hier nochmal sein. Ja. Also. Ist random, das weiß ich. Nein, das ist hier Big Brain Moves, ne? Ich lese mir die Komplettlösung von Mario Party 2 jeden Tag durch. Ne? Jeden Tag. Wortwörtlich, wie man sie gewinnen kann. Es ist nie grün zweimal hintereinander. Yes! Oh ja. Oh Super ja, Mario. Ja. Der Trick ist immer auf Pink. Sack. Ey, komm, das muss doch nicht immer sein. Immer Pink. Das war. Echt jetzt? Jetzt musst du dich entscheiden, deine zwei Favoriten. Jetzt kommt's drauf an. Wieso kann ich nicht rüber? Warum kann ich nicht echt? Die Treppe steigen? Ja, komm, es ist nie grün. Jetzt verpiss dich. Das war mein Trick. Ich bleib meinen Prinzipien treu. Dein Prinzip. Da wird mir richtig schlecht bei Leuten wie dir. Prinzip. Na, guck. Ich bin mir treu geblieben bis zum Ende. Das ist das Wichtige. Du bist mir treu geblieben. Guck, ich krieg sogar die letzte Münze. Du hast so viele Münzen, aber du gibst einen Scheiß aus. Und ich schwöre dir zu 100.000%, du wirst sie alle auf einmal verlieren. Hört ihr das? Bei einem Bowser. Das nennt sich purer Neid. Du hast 99 Münzen, kann man mehr haben? Wir leben im Kapitalismus, ne? Und da ist Schluss, ne? Wenn du kein Geld hast, hast du kein Geld. Da ist der Neid, der Treibstoff. Da bist du einfach zu faul.
Wie bist du denn? Geh doch arbeiten. Seit wann bist du hier? Ich bin direkt voll. Skateboard-Fieber. Oh nee, da gewinnst du immer, weil du hast so einen flotten Finger. Boss. Ich hab die flotten Finger. Man nennt mich in der Schule immer flotter Finger. Flotter Finger, Fred. Das muss man drücken. Ey. Ohne Witz. Du Stück Scheiße. Du ehrenloses Arschloch. Guck doch, wie ich positioniert bin. Du hast mich doch angeguckt. Ja, ich dachte, das ist A und B die ganze Zeit hintereinander. Nein, mit was springst du denn? Das war so ein Masterplan gerade von mir, das zu skippen, nachdem ich gesagt habe, was für ein Masterplan? Du hast schon Stern. Das war einfach nur ein Arschloch-Move. Mein Gott, ey, du bist so ein schlechter Verlierer. Du hattest Angst vor mir. Ja, hatte ich, weil ich gewinnen will. Ja, dann ist mir mehr wert als jede Niederlage. Verpiss dich! Ja, schau mal, Karma. Oh! Karma, fest. Ja! Du hast da eh verloren. Oh, mein Herz. Wie fühlt sich das? Ja, ja. Jetzt fühlst du es, deine Arterien sind gefüllt mit Hass. Oh nein. Was macht der da? Was soll das? Ach so, das ist gar nicht für uns alle, ist nur für ihn, okay. Oh. Ah, scheiße. All in geht der Affe. Ich dachte, willst du mich verarschen? Ich dachte, geht es bis 100 hoch. Nee, ich geh auf Bowser, scheiß auf. Immer auf Bowser. Oh, Bowser, das ist so ein Minispiel. Was? Ah, ist kein Minispiel. Oh nein. Ich bin doch auf Bowser gegangen. Setz Bowser. Nee, nochmal Peach. Nochmal Peach? Ha. Wie sagst du? Du bist jetzt ein bisschen ärmer, aber immer noch reich. Wo ist der scheiß Stern und warum findet ihn niemand? Weißt du da? Was? Sind die da nicht schon mehrmals Kann man da nicht nur mit dem Schlüssel rein? Ich mach gerade das Poggers Face. Warum Zack. Ist Shimtex nicht hier? Warum spielt Shimtex mit? Hallo Shimtex! Hey! Und wie geht's dir? Hi Leute, ich bin froh, jetzt auch endlich aufs Wort kommen zu dürfen. Also Mario Party 2, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich ewig nicht mehr gespielt und ich bin froh, dass ich jetzt endlich wieder Teil von diesem Projekt sein kann. Ein Ort der Toleranz. Das ist ein christliches Let's Play und das können wir hier gar nicht leihen. Gott sei Dank ist der weg. Liebst du Elektroroller? Was hältst du von Elektrorollern? Die größte Scheiße der Welt. Ja, okay. Die müllen die Innenstadt zu und die helfen nichts. Die sind blöde Geldmachmaschinen. Was für einen Verkehr ersetzen Elektroroller? Fußgänger. Die emissionsfreiste Fortbewegungsart der Welt. Warum bist du nicht auf der Riesenrolle gelaufen? Hast du mal einen dicken Fußgänger gesehen? Hast du gesehen, was die für Emissionen hinterlassen? Dampfen einfach. Ah. Hör auf, wenn du die Wii zerstörst. Ich ruiniere dich. Ah, ich habe auch gewonnen. Ja. Ach so, wir waren im Team. Was denkst du? Es ist Zeit für die Bowser-Parade. Und du weißt, was das heißt. Dass sie wieder abgesagt wird. Oh, ey, was ist jetzt los? Ich check das nicht. Muss man auf einem Feld sein? Ey, wir können doch nicht einmal das Bowserland spielen ohne... Muss die mal jemand umleiten, oder? Hab ich auch gedacht. Weil das hat ja bisher niemand gemacht. Ey, ich komm hier in so einem Furztempo voran, Alter. Du das hast keinen einzigen Stern. Niemand hat einen Stern, außer ich. Ich bin der Beste. Mario hat gefühlt kein Ziel im Leben. Der läuft einfach nur... Der läuft einfach rum mit 8 Münzen. So, irgendwann wird irgendwas Gutes passieren, hoffentlich. Komm, mach das Schlaue. Das ist doch nicht dein Ernst. Donkey Kong hat 100. Ich hab 90. Du hast 31 Münzen. Das ist so ein Bullshit. Einfach nur, weil ich die meisten Sterne hab. Gib mir die Mario. Super. Super Mario. Dankeschön, Mario. So. Fuck. Jetzt. Warum? Wo stehe ich? Warum ist der Stein hinter einer Paywall? Nicht öffnen. Ich drehe noch eine Runde Schlüssel. Warte, was? Was ist ich hab keine scheiß Münzen. Mario hat mir alle gestohlen. Ja, hast du jetzt im Spiel gewonnen? Nein. Deswegen hat er sie gestohlen, so dumm ist er gar nicht. Nein, die haben nur von mir gestohlen, weil ich der erste Platz bin. So schlau denken die auch wieder nicht. Das glaube ich nicht. Donkey Kong hat auch von mir gestohlen. Ja, der ist ein Affe. Los, trau dich. Digga. Yo. Das übt er aber. Hab ich recht. Wie denn? Du hast die Kekse nicht hochholen sollen, ich fress gerade die ganze Zeit noch. Ey, ich weiß nicht, was das ist. Ja. Warum ist das Bowserland so scheiße? Ja, echt scheiße, ja. Fast als hätten die nicht, als hätten die alle guten Ideen für Maps in den Hauptmaps ausgegeben und das hier nur für so ein One-Time-Ding verschwendet noch. Naja. Es ist auch ein One-Time-Ding. Nein. Danach zerstört sich das Spiel selbst. Digga. Aber man darf nicht in dieselbe Richtung schauen? Ey, das ist so unfair von dir gerade, dass ich nichts durchlesen darf. Ich lese so gerne. Ich kenne auch selber die Regeln nicht. Du bist ja echt immer klein. Kleiner Luigi. Ah, jetzt muss ich mich echt konzentrieren, wo Wario. Guck mal, wo Wario hinguckt. Oh yeah, Mann. Hälfte! Halftime! Halftime! Nach 47 Minuten. Was reimt sich auf Halftime? Alf! Schnachtime! Alf!
Das braune Alien, welches Katzen ist. Voll crazy, die Leute in den 90ern waren gestört. Warte mal eine Scheißsekunde. Ey, ey. Was denn? Ey. Wir haben nichts gemacht. Ich nehm dich auseinander. Du wolltest da nicht rein. Guck, jetzt hättest du genug Münzen. Wärst du da reingegangen, wärst du vorm Stein gelandet. Nein, ich wär dran vorbeigelaufen. Nein, Puzzlefix. Tiefseebergung. Fuck! Scheiße! Denkst du, ich bin so simple-minded? Denkst du, ich bin kein richtiger toter Zeller? Ich wollte dich in der letzten Sekunde austricksen, falls es hier niemand geblickt hat. Ich habe in der allerletzten Sekunde habe ich noch auf 18 hoch. Bro. Alter, Wario, ohne Witz. Den haben wir auch auf hart gestellt, oder? Du hast auf einheitlich gedrückt. Ja. Das kann nicht sein, dass sie hier so fit ablust. Er ist einfach allgemein dumm wahrscheinlich. Da kann keine KI mehr helfen. Ja. Hast du gesehen, wie groß er ist? Was ist das, so 1,50? Ja. Wie armselig. Der ist so groß wie du und wiegt so viel wie ich. Das ist ziemlich, ziemlich passend, ja. Ich will zu McDonald's, ich will einen Milchshake. Okay, gehen wir. Ich will eine Pommes. Können wir jetzt schnell fahren? Milchshake und Pommes? Ich habe schon getrunken, ich kann nicht fahren. Du kannst. Du darfst nicht. Also alles, was ich jetzt in diesem Zug machen muss, ist Anthony 91 Münzen stehlen. Ich mache einfach Crusherama 2, ne? Und dann suche ich mir jemand anderes, indem ich hier Let's Plays aufnehme. Wen? Sag einen. Gerd? Gerd. Gerhard Schröder? Ja. Also entweder einer meiner Kommilitonen oder der 30-jährige Drogendealer, der bei mir in der WG wohnt. Ich glaube, mit dem wäre es lustig. Es ist so unglaublich witzig, dass es nicht mehr ein Witz ist. Das ist kein Witz, das ja, ist kein eben. Witz. Es klingt unglaublich wie ein Impro-Witz, aber es ist... Warte, wie spielt man dieses Spiel? Oh. Du kannst dir 4 stellen. Nee, ich werde hier fett wegen dir, ne? Wegen dieser kleinen Packung Kekse? Ja. Du hast einfach keine Selbstkontrolle. Ja. Schau mal, du weißt, wer am meisten in deinem Weg steht. Ich. Du. Und wer ist der Zweite? Mein Bauch. Dein Bauch. Du darfst deinen Bauch nie als... Teil von dir sehen. Im Gegenteil. Was kannst du dafür, wenn dein Bauch dick wird? Gar nichts. Gar nichts, oder? Verstehe ich nicht. Ist weiter. Yeah! Ey, ist so ein Power-Move mit einem, mit einer Eins darüber zu kommen. Es gibt direkt aufs Duellfeld. Super. So, der zweite Stern wird hinter cool. dem anderen Stern. Ich hab keinen Stern gekauft und trotzdem 112 Münzen. Na, Fan. Da kommen sie nicht mehr annähernd dran. So, wo ist jetzt dein erster Platz? Verstehe ich nicht. Digga. Digga DK. Maxi, ich war seit 10 Jahren bei keinem einzigen Arzt mehr, ne? Ja, ich auch. Und mir geht's super. Ich bin der lebende Beweis, dass Ärzte eine Erfindung des Kapitalismus sind. Was bräuchtest du immer? Ein Aspirin? Ein Ibuprofen? Wenn überhaupt. Ja. Ibus schlucke ich nur, um schnell besoffen zu werden. Also die Pharmaindustrie, Big Pharma, ne? Die ziehen uns alle an unsere Nase durch den Kakao, ne? Nee, ich finde die Big Pharma, die machen ja alles richtig. Die machen ja... Argumon und Ibuprofen und das alles. Weil wem wir hinterher müssen, ist Big Doctor. Und zwar der gigantische Doktor. Richtig. Das ist ein riesen Doktor. Riesen Doktor. Er ist monumental. Ich will Bobby. Dann nimm Bobby. Ich nehm Bobby. Der kleine Goomba dort. Ja, Mann. Bobby gewinnt immer. Fuck! Warum fliegst du um? Alter, okay, okay. Oh nee. Es ist immer Buhu, der gewinnt. Nee. Es ist immer Buhu. Es ist immer Buhu. Wirklich immer Buhu. Es ist wirklich immer Buhu. Der hat doch die Ziellinie gar nicht übertreten. Also rein theoretisch. Theoretisch? Der hat sich ja durchteleportet. Ich dachte, er hat sich guck unsichtbar mal gemacht. An. Klar macht er sich unsichtbar, aber wenn man unsichtbar ist, kann man also nicht nachweislich die Ziellinie übertreten. Ich war der Zweite.